Wie gesagt, englische Sprachausgabe, deutscher Titel. The Legend of the Shepherds. In a bygone age of myths, when darkness threatened to enshroud the world, it was they who reclaimed light from nothingness. Over and over, as the world plunged into chaos, the legend would come to people's lips, and they would pray for salvation. And lo, each time a shepherd would appear to vanquish the darkness once more. But with peace returned, it was never long before the shepherds would vanish. As for where they had gone, no one can truly say. No one knows it. And, as with all things, eventually they faded into legend. I am a living legend. Now, once again, the world faced the threat of the darkness. And the people began to speak of the shepherds once more. But alas, no shepherd came forth to guide his people to peace. Okay. Bereichskarte ist LT. Zurück, Kamera zurücksetzen, Menü Schnelltaste, Navigationshilfe, sorry, Kartenaktion, Menü öffnen, abbrechen, bestätigen, Kamera anpassen, Pause und die Figur bewegen. Na gut. I knew it! A hero brandishing the sacred blade! This mural is a depiction of the shepherd! About time I found it! Nothing on my end, Soray. Miklio! Looks like you beat me this time. This proves the Shepherds have been around since even before the Era of Asgard. I knew it! Let's not jump to conclusions just yet. We still don't have definitive proof that this ruin itself is pre-Asgard. It could be an imitation. Seriously? You really think they'd make a fake ruin of this scale? Get real. This doesn't bode well. Wait, isn't that... I think our ruin adventure is over for today. Come on! This... Ah! That was too close. Could I get a little help, please? Okay.
Erinnert mich ein bisschen wie der Start von Secret of Mana. Da fällt er den Wasserfall ja runter. War das Secret of Mana? Surging Currents! Twin Flow! Saray. That didn't go quite how I planned it, but not too shabby, am I right? Guess this makes us even. Unbelievable. Who knew there'd be ruins underground? Oh, good thing we fell down here. Right. Hey, let's try and find a way out of here. Hmm? Oh, yeah. Okay, dann, Salbei. Erhöht die maximale Kampfpunkte um 10. Alle Kräuter stellen KP und SK komplett wieder her. Ist was noch irgendwas hier? Ah, wenn du noch keinen Spiel speichern willst, stell dich an einen Speicherpunkt und drücke A. Du klickst für das Hauptmenü zu öffnen. Dort kannst du die KP-rote Anzeige, ja, Körperpunkte wahrscheinlich dann, und die ungespielte SK-blaue Anzeige an der Figurprüfung und unter der entscheiden, mit welcher Figur du zusammen kämpfen willst. Du kannst auf jeden Bildschirm Start drücken, um die Hilfe zu dessen Bildschirm anzuzeigen, okay? Whoa! Oh man, what a drop! It's been nothing but heights all day. But I had an awesome bar relief to distract me. Yeah, I bet you did. Hmm? It looks like someone's lying there. Hey, Mikleo? Hmm? It's a human. It can't be. Stop. We shouldn't involve ourselves with their kind. She's still alive. We can't just leave her there. Fine. I'll give what help I can. Let's take a look around the area first. Okay. Okay, schauen wir uns erstmal hier um. Kartenaktion. Wenn du X drückst, kannst du ein Schwert schwingen, auch wenn du gerade nicht kämpfst. Entferne damit Hindernisse, die den Weg versperren. Yeah, my sword's all sticky. Cobwebs everywhere. I'd bet no one has set foot in here for some time. Ein Gegner kommt. What's wrong? Shh. Na gut, ich mache ja keinen Speedrun. There! It's huge! What is this thing? Eine Spinne. Quit gawking and get your sword ready. Whoa! Ready? Kriegsartes. Mit B. Ist der Steuerungsmodus auf Semi-Auto eingestellt, läufst du auf dein Ziel zu, bis du nah genug bist, um anzugreifen. Dann kannst du eine Kombo bis zu 4 Treffen ausführen, wenn du erneut B drückst. Neuer Arzt kannst du auch Levelaufstieg erlangen. No escape! How's this? Yeah! Water! Be gone! Strike right like fuck! It's over! Ha! Be gone! What? Wait, hold on. It can't be a Hellion? A Hellion? For real? I've never seen one in person before. What could a monster like a Hellion be doing in a place like this? It's getting away! Wait, don't you remember what Gramps told us? Huh?
Hellions? Yep, Hellions. Horrible monsters that are created by the Malevolence. They can only be defeated by the power of purification, which not but a chosen few can use. So if you ever cross paths with a Hellion, just run as fast as you can. Remember, you two, common folks like us don't stand a chance against those fiends. Cut it! Okay. Wir sind jetzt aber nicht weggerannt. We can't beat a Hellion without the power of purification. Then we should just be glad we escaped it. And anyway, we have bigger problems. Hmm? We have to hurry and save that girl. Before something worse finds her. So. Kämpfe in Gebieten, in denen Helliums umherstreifen, führt Kontakt mit dem Feind zu einem Kampf. Wenn du ein Schwert mit X oder anderen Kartenaktionen schwingst, kannst du dir einen Kampfvorteil sichern. Kampfergebnis 1044 Schaden, Combo 10, Erfahrung 132, Gault, keine Ahnung was es ist, 0, knapp unter 30 Sekunden, Rang 0,36. Was heißt denn Rang 0,36? Ohne ein einziges K.O. gewonnen, ohne Einsatz von Objekten gewonnen. Achso, okay. Gut. Das war ein Hellion. Ja, und ich bezweifle, dass es der einzige ist. Wir müssen hier so leise und so schnell raus wie möglich können. In Verliesen und auf Feldern kennst du Schatztruhen finden. Ebenso wie Verbrauchsgüter können Truhen Ausrüstungsgegenstände enthalten. Sie haben oft denselben Namen, ihre Leistung ändert sich jedoch je nach der dazugehörigen Fertigkeit. Die Fertigkeit aller Objekte findest du im Ausrüstungsmenü. Alte Ohrringe. Zwischen Ruinen entdeckte alte Ohrringe. Sie sollen den Träger ein besseres Verständnis der Natur verleihen. Dann gehen wir doch mal kurz in die Ausrüstung. Du kannst deine Ausrüstung, deinen Titel an deine Wünsche anpassen. Das Ausrüsten von Gegenständen verbessert deine Werte. Das Ausrüsten von Titeln bietet dir die Chance, neue Arts oder andere besondere Bonuseffekte zu erhalten. Okay. Jedes Ausrüstungsstück hat 4 Fertigkeitsfelder, in denen Fertigkeiten eingesetzt werden können. Die Fertigkeit im ersten Feld ist für jeden Gegenstand voreingestellt. Die Fertigkeit in den anderen Feldern werden gegebenenfalls festgelegt, wenn du einen Gegenstand erwirbst. Du kannst prüfen, welche Fertigkeiten du ausgerüstet hast, indem du das Fertigkeitsblatt mit RT öffnest. Auf dem Fertigkeitsblatt werden hauptsächlich 2 wesentliche Fertigkeitstypen aufgeführt. Die Grundfertigkeiten, die in den Fertigkeitsfeldern deiner Ausrüstung stehen, und Bonusfertigkeiten, die durch bestimmte Anordnung von Grundfertigkeiten aktiviert werden. Es gibt 3 Methoden, die Bonusfertigkeiten zu aktivieren. Kumulation, erstellt durch Ausrüsten mehrere Kopien der gleichen Grundfertigkeit. Die Anzahl gibt an, wie viele dieser Fertigkeiten ausgerüstet sind, rüstet 2 oder mehr aus, um eine Bonusfertigkeit zu erhalten. Elementbündel. Erstellt durch das Rüsten von Fertigkeiten, die rechts oder links unmittelbar aneinander angrenzen. Reihe 2 oder mehr auf, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Fertigkeitsbündel. Erstellt durch das Ausrüsten einer vertikalen Spalte von Fertigkeiten in einer Gruppe. Reihe alle 5 Fertigkeiten in der Gruppe auf ein, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Was ganz schön verwirrend. Es ist völlig in Ordnung, Ausrüstung nicht nach Parametern, sondern aufgrund von Kombinationen verschiedener Fertigkeiten auszuwählen. Dadurch kannst du überraschende effektive Interaktionen entdecken. Nimm dir etwas Zeit, um die verschiedenen Fertigkeitstypen auszuprobieren und die zu finden, die am besten zu deinem Spielstil passt. So, Angriff. Lähmung reduziert um 50%. Verbrauch bei Kombo plus 1%. Verringerung von SK-Gebrauch. Aber wir legen einfach mal die neuen an. Is that a monolith? Suche nach Monolithen. Findest du auf Feldern oder in Verliesen. Sie tragen Inschriften unbekannter über vergessene Kampftechniken. Wenn du eins findest, kannst du seine Weisheit jederzeit im Kampfabschnitt des Systembuches zu Rate ziehen.
Für jeden gefundenen Monolithen erhältst du AP. Die Zeiteinstellung von Kampfaktionen notwendig sind. Drücke A, wenn du einen Monolithen findest, um ihn näher zu untersuchen. Das sind anscheinend Weisheit über Kämpfe, die in einer alten Sprache abgefasst sind. Kriegsarts. Wenn du kämpfst, steigt irgendwann dein Level und du erlangst neue Kriegsarts. Sturm- und Stecharts. Mobile Effektbereicharts. Wechsel sie nach Bedarf aus, je nach Verlauf des Kampfes. Die verfügbaren Angriffe kannst du dem Art entnehmen. Wo ist denn das Art hier? I'm ready. Wind blows. Ready? No escape. How's this? Try this. Yeah. Be gone. Strike. It's over. Hang on, everyone. Water. Be gone. Strike. No escape. It's over. Ready? What? Take that. Just managed to fend them off. Und dann habe ich einfach nur wildes Gebäscher gemacht. Die Seelenkette ist eine Energie, die im Kampf für Kombos benötigt wird. Sie kann nur auf maximal 100 ansteigen. Aktionen wie Kriegsarzt verbrauchen Seelenketten, okay? Und eine niedrige Seele macht dich verwundbar. Die Seelenkette kann durch Inaktivität, Abwehr oder Umherlauf aufgefüllt werden. Behalte sie im Auge und lass sie nicht auf Null fallen. Ein Apfelgummi. Wäre mit X ab. Durch Abwehr kannst du den durch feindliche Angriffe den Schaden das Taumelrisiko senken. Für jeden Angriff, den du blockst, wird dein SK wiederhergestellt, die du für Kombos erreichst. Be gone! Strike! Come! Try this! Ready? No escape! Come! It's over! What? Yeah! How's this? Alright! Water! Shred my phone! Ready? How's this? I pray we do not encounter a stronger foe. Kraftpunkte. Füge dir Feinde Schaden zu, sinken deine Kraftpunkte. Sinken die KP auf 0 ab, ist die Figur K.O. und wenn alle Verbündeten K.O. sind, endet der Kampf mit einer Niederlage. Verständlich. Noch mehr Apfelgummi. Momentan ist aber alles gut. Markiere deine Kampfaktion im Menü mit dem Cursor, um die Kriterien für ihre Erlangung zu erzielen. Mit automarkierte Kampfaktionen weisen darauf hin, dass diese Kampfaktion automatisch ausgeführt wird. Das ist praktisch für Spieler, die das Kampfsystem und die Regeln noch nicht kennen. Wie für mich. Versuche diese Aktion zu entfernen und deine AP für andere Kampfaktionen einzusetzen. I can sense the ancient tongue. We're near one. Abwehr. Während der Feind deine Aktion ab, wird die SK Wiederherstellungsrate bis zu deinem nächsten Manöver halbiert. Blockt dein Feind erfolgreich deinen ersten Angriff, wird er wahrscheinlich auch die darauf folgenden blocken. Pass auf, dass du nicht wahllose Kombos ausführst. Beachte, dass diese Regel auch für Feinde gilt. Wenn du also ihre SK leeren willst, ist Abwehr eine kluge Taktik. Und Servus, Princess Rhea. Da kommen wir nicht rüber, also gehen wir hier lang weiter. Ready, Nicleo? Ich wollte das zuschlagen. Shred my phone. Yeah. Ready? Strike. How's this? Yeah. Yeah. Be gone. No escape. Yeah. Ready? No escape. Sweet dreams. Searching current. Ready? Strike! How's this? Komm schon! Strike! I want the power to stand against the Hellions!
Irgendwann, mein Freund. Irgendwann. Alles gut bei dir, Prinzess Rhea.